herzlich willkommen zur nächsten Folge des Euro Truck Simulator 2 Multiplayer mit Nym. Moin Moin. Und Headhunter Chris. Moin Moin. Wieder im selben Design, mit demselben Auflieger. Endlich geschafft. Wir fahren heute von Post Speed in, wie hieß das hier? Katowice? Katowice. Nach Old Citim oder so ähnlich zu Trade Ox und ja, bringen dann ein paar Getriebe hin. Im kleinen Abstecher über Lutz. Genau. Haben noch wir. Was aufzudecken. Haben wir alle genau. Noch nicht. Über Strecke sind 424 Kilometer. Ja, heute mal was Kurzes. Und bei Tag. Und bei Tag, ja, genau. Ja. Gut, machen wir uns auf den Weg, wir blockieren hier gerade die komplette Einfahrt. Ich würde mal sagen, ich fahre diesmal vor. Jo. Einfach mal. Oh, das war die falsche Taste, da wollte ich hin. So, auf geht's. Du müsstest ja durchkommen hier. Oh, passt. Aber hauscht auf einmal im Spiegel vorbei. Aber ich war so einkalkuliert, war nochmal für einen kleinen Adrenalinkick. Hab's verstanden. So, wir fahren rechts rum raus. Ampel ist auch gleich rot, die nächste. Aber die Trailer passen echt gut zur Lackierung. Ja. Ich muss ja gestehen, ich hatte erst einen anderen Auflieger ausgewählt, weil ich noch gar nicht wusste, dass es die Funktion gibt. Das heißt, ich musste den Trailer nochmal neu laden und den Auftrag annehmen. Aber jetzt bin ich auch zufrieden. Auf jeden Fall cooler aus, finde ich. Hat auf jeden Fall was hoch, Ampel ist grün. Geht's auf gleich links ab. Das war das recht leer hier, ne? So, zwei, drei haben so. Ich bin noch bei gelb. Ja, bei mir. Ist leider rot. Lange rot. Oh, machen wir ein kleines bisschen langsamer. Weil hier so wenig, hier können wir auch auf Straße stehen bleiben. Ja, läuft wer gegen die, ja, wer gegen die Verkehrsregeln. Oh. Da ist jemand. Ja, nach der Ampel soll ich natürlich auch gucken. Praktisch. Hier vorne rechts geht's nach Krakau quasi ab, also Krakow. Ja genau, das hatte ich ja hatten in wir der uns, Folge. Hatten wir ja die auch geübt. Aber die Krakau war trotzdem nicht schlecht, die gab's hier auch. Bin on the road. Ich bin an einem Stoppschild. Seid ihr zweites davon? Ja. Na, wie war das? 3 Sekunden anhalten, gucken, weiterfahren. So sicht die dir vor. Oh, vorschriftsmäßig gemacht. Ja, ja. Also zumindest ich weiß nicht, wie es bei Chris aussah, da habe ich nicht drauf geachtet. Aber ich vermute mal, der wird dasselbe getan haben. Natürlich auch vorschriftsmäßig angehalten. Sechs Stunden bis zum Ziel, das sollten wir in einem Ritt schaffen. Ah. Ja, denke doch. Wenn kein Stau ist. Wenn kein Stau ist, genau, oder keine Unfälle. Aber wir sind gut spritsparend unterwegs gewesen, weil wenn ich gucke, noch nicht mal ein Viertel vom Tank raus. Aber bei mir auch. Ich hab noch 280 Liter drin. Aus, noch 904. Aber ich glaube, die mit drei Achsen haben sowieso einen kleineren Tank noch als wir. Ja. 904 Kilometer hast du noch, oder?
Nee, Liter. Ja? Ja. Also noch 2038 Kilometer. Dann habe ich ja einen wirklich mega kleinen Tank. Hier passen, glaube ich, rein 1399 Liter. Genau, so war es. Ich hatte ja auch in der letzten in Aalborg noch getankt. Ja, aber du hast einen kleineren Tank. Ja, aber dann habe ich ja 700 Liter weniger Tank wie ihr. Ja. Das ist schon erheblich. Kommt hin. Also wir haben, glaube ich, wenn wir voll getankt sind, eine Reichweite von 5000 Kilometer waren das einer Mal, ne? Dann muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas upgraden kann. Zwischen den Folgen. Ach, musst wieder eine Achse rausbauen. Ist er weg. Also, dass der Platz ist für einen Tank. Richtig. Genau. Ich nehme mir einen Tankauflieger. Oder so. Machst aber keinen Reibach mit. So, dann macht dann Gigaliner draus. Ich zapfe mir immer was aus. Das wäre auch was. Zwei Anhänger hier. Mhm. Gibt's, glaube ich, sogar einen Mod für, möchte ich jetzt behaupten. Bestimmt. Ich habe nämlich bei Steam so ein bisschen den Workshop durchstöbert und da habe ich irgendwie mal was gesehen mit zwei Auflieger. Weil ich glaube, so ein Ding auf die Autobahn zu buxieren, das ist eine Herausforderung. Vor allem bei den engen Auffahrten, ne? Ja. Ja. Aber wie gesagt, was geil wäre, wenn hier auch so richtige LKWs mit Dreschschema-Anhänger hinten dran, weißt du? Deichsel. Ja, aber dafür gibt es auch einen Mod. Das habe ich auch irgendwann mal gesehen. Aber die kannst du Multiplayer nicht spielen. Hm. Aber das ändert sich dann ja alles mit On the Road. Ja. Wo ja jetzt Ende des Monats, glaube ich, die Early Access Int. Version, genau. Ja, dann müssen wir uns das ja quasi schon mal kaufen. Denke ich mal. Das man kaufen kann, nur halt noch nicht mit allen möglichen Optionen, die man ausnutzen kann. Was mich daran halt am meisten. Worauf ich mich da am meisten freue, dass man halt seinen eigenen Auflieger kaufen kann. Ich hoffe mal, dass man den auch den selbst designen kann. Hier vorne ist ein Blitzer. Gerade dran vorbeigefahren. 80? Ja. Und ich kann hoffe, 85 vorbeinageln. Und ich hoffe halt inständig, dass es halt auch Multiplayer geben wird. Also laut Beschreibung bei Amazon, ja. Bei der, also ich denke mal, dass das einer der Entwickler war. Weil der in dem einen Video gesagt hat, dass das nicht geplant ist. Was heutzutage ein Spiel ohne Multiplayer kann nichts werden. Ja, das stimmt irgendwo. Ich meine, guck dir die ganzen Simulatoren im Endeffekt doch an. Mein Haus aus haben die meisten ja auch keine Multiplayer. Dabei ist da die Fangemeinde ja wirklich extrem groß. Und auch beim Euro Truck Simulator zum Beispiel oder halt Landwirtschaftssimulator. Denn die Gemeinde ist da so riesig. Beim LS ist aber Multiplayer automatisch mit bei. Ja, da hast du aber halt bloß mit deinen eigenen Freunden, wo du spielen kannst. Ja, da kommt halt auch nur ein einziger das Geld. Ja, aber der kann dann das Geld weiterverteilen an die anderen. Oh, aber. Das geht. Und wenn er so ein bisschen zwei Höfe hat zum Beispiel. Ja, aber beim Landwirtschaftssimulator kannst du ja deinen Freunden Geld überweisen, weißt du? Ja, aber den nicht meistens. Wenn das zum Beispiel das jetzt hier auch so wäre, man will ja vielleicht auch mal gegeneinander in einer gewissen Weise spielen. Dass jeder seinen eigenen Hof hat, der eine macht halt lieber eher was mit Tiere, der andere will halt lieber Forstwirtschaft. Ja, das ist auch so ein macht bisschen halt das ineinander greift. Wäre ja auch interessant. Der das halt noch Getreide anbaut, schickt sein Zeug zu denen, die Tiere haben. Ja, klar. Wie schon, was du meinst. Aber das kann man ja eigentlich auch machen, ne? Ja, Problem da ist halt nur, dass halt nur ein einziger, also der Host quasi das Geld kriegt von allen Leuten. Wenn da zwei Leute gleichzeitig irgendwie was wegbringen oder so, dann teilt das Geld mal auf. Ja, schon klar. Mein persönlicher Traum wäre ja immer noch so eine übergreifende Simulationsgeschichte, dass du halt, wenn du gerne Euro Truck Simulator spielst, halt zum
LS-Fan fährst auf den Hof und das Getreide da abholst. Wäre eine Idee auf jeden Fall, ja. Als so ein. Oh, hier ist 50 erlaubt. Mensch. Schnell unterwegs. Wir rollen das noch ab. Ampel ist auch rot. Ja, wir sind schon in den Lodge. Recht zügig. Eiliger gehabt. Das hat mich natürlich so hingestellt, dass ich die Ampel nicht sehe. Sag dir Bescheid. Kannst du doch mit den Nummerntasten kannst du doch rumschauen. Ich hab zur Seite gedrückt. Der ist genau die Ampel hinter meinem Führerhausholm da quasi. Grün. Geht mal einer vorbildlich an der Ampel. Sehr schön. Euro-Goodies. Oh, mein Navi hat richtig umgeschalten. Strecke richtig analysiert, dass wir jetzt einmal im Kreis fahren. Naja, ich lasse mich auf jeden Fall mal überraschen, wie der Schiff. Hier kommt einer ziemlich schnell aus der Ausfahrt raus, nicht dass der ja, euch da gleich in die Kiste fährt. Er hält an. Hält an, halt ja an. Oh, Ampel ist rot. Wir haben Vorfahrt. Arbeitsagentur entdeckt. Gut, nächste Ampel ist auch rot. Er hat vorbildlich angehalten. Gewartet. Mich hat er auch noch erstmal gerollt. Ah, der da ist bestimmt der Theo, der da rumläuft. Mhm. Ja, meine Reifen sind auch noch in Ordnung. Hab grad mal geguckt und mich aus dem Fenster gehängt. Mein Name ist wieder grün. Auch, ne? Unsere auch, ja. Oder wird er wahrscheinlich noch eine Ampelphase mitmachen? Wird einfach langsam weiterfahren. Arbeitsagentur. Jobcenter. So, wir haben rot. Na, ich roll mit 30 über die Schnellstraße oder. Hier ist. Ich dachte schon, werden grün. Nee, ich wollte bloß noch ein Stück vor. Dass hier so eine Drähte in der Straße sind und die nicht grün wird. Yes. Ah, jetzt ist eure Chance aufzuholen. Ich habe auch eine rote Ampel hier vorne. Radio anmachen, das heißt. Ja, ich werde mir wohl einen anderen, eine andere Zugmaschine noch zulegen. Dania? Ich werde mal gucken. Ich meine, inzwischen habe ich ja genug Geld. Stimmt. Ein Scania könnte ich mir jetzt gönnen. Deiner Typ nimmt Streamline. Ja. Dann werde ich mal gucken. Könntet ihr auch dieses, wie ist das, Tuning Griffin Paket empfehlen? Auf jeden Fall. Und Michelin. Machst du dir einen richtig schönen Scania mit? Was auch nicht die Welt, das ist nicht teuer. Nee. Schaut's bei euch aus? Gut, wir sind über die Ampel noch drüber gekommen. Das hinter mir, okay. Dann kann ich ja wieder beschleunigen, ja? Ja. Wieder auf 70 beschleunigen, ja. 75.
So, da fahren wir es auch schon wieder runter. Oder rauf. Und darauf, ja, je nachdem. Und fast 18.000 Kilometer auf der Uhr. Ja, nicht mehr lang. Geht nicht mehr viel bis 100.000. Hast du eigentlich mal so Just for Fun mal geguckt bei den Angestellten, wie viele Kilometer die Autos haben? Mein Scania R hat fast 70.000. Oh. Gut, aber 25 bin ich davon selber auch gefahren. Die anderen haben so um die 40. Ich wollte mal gucken, hab's aber immer wieder vergessen. Ich habe jetzt 11.800 hier auf dem hier. Oh, der ist ja noch nicht mal eingefahren. Nee. Vorne kommt hier so eine Mautstelle. Wäre zum Beispiel auch cool, dass du hier sowas wie ein Gebrauchtmarkt, ne? Dass du dir schon einen gebrauchten LKW erstmal zum Anfang kaufen kannst. Vorne ist 40. Wäre natürlich auch nett. Ja, vor allem dann vielleicht auch im Multiplayer. Sowas. Ja. Ja, halt allgemein, ne? Wenn du halt. Dass du halt einen günstigen LKW kriegst, der schon, weiß ich, 400.000 auf der Uhr hat oder so. Weiß ich auch, wo die Dings herkommt. Ich habe schon wieder 4% Schaden an der Fracht. Ja, das ist ja noch Maut. Ich glaube, die Maut-Dings ist auf meinen LKW draufgeschlagen. Ha? Danke. Ich habe mich gerade so ein gutes Drucken drin gehabt. Ich habe 2%. An der also Fracht. LKW. Fracht gar nichts, null. Ja, ebenso. Aber Ben hat er nämlich gerade geruckt und ich habe im Spiegel so gesehen, dass die Spanke runtergegangen ist. Denke mal. Aber mir ist auch aufgefallen, ne? Wenn wir jetzt nebeneinander an der Mautstation waren und ich aus Fenster geguckt habe, bei dir ist die Schranke hochgegangen und ich habe nicht gesehen. Also bei mir sah die Schranke zu aus, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, das ist dasselbe, wenn ich zu dir rübergucke. So von daher. Also ich habe jetzt schon wieder 4% Schaden an der Fracht. Ich glaube, wir sollten mal die Mautstelle verklagen. Ich bin extra ein klein bisschen langsamer losgefahren. Dass ich nicht so weit voraus bin. Aber war anscheinend der Fehler darin. Entschuldigung. Ja. Mein Retarder ist angegangen. Warum denn? Ich habe Tempomat wieder Aufnahme gemacht und der stand noch auf 45. Ui. Das hätte böse enden können. Alles frei hier. Keiner da. Ja, freie Fahrt. Freie Fahrt für freie Bürger. So, wir haben noch 215 Kilometer, 210. Nee, gemacht. Bin recht zügig rum, glaube ich. Jo. Aber so gar kein Verkehr ist auch ein bisschen trocken, ne? Vorne ist wieder eine Maut an Mautstelle mit Blitzer. Ein 70er Blitzer. So, jetzt werde ich mal bei der Mautstelle, werde ich mal gleich voll auf den Pinsel treten, wenn das Ding hochgeht. Ja, das war ja hier. 70, 90, 70. Den 40. Aber ich bleib mal hinter dir, ne? Mal gucken, wie es aussieht. So, Schranke bleibt zu. Und? Schade. Ne, jetzt kam kein Ruckeln. Ich habe extra drauf geachtet, aber auf Vollgas gegeben gleich. Ich bleib mal stehen, ich guck einfach mal. Zack. Ist gut. Also ich bin ganz langsam jetzt durch. Bin schon längst weg, dann jetzt geht die Schranke zu. Die Mautstelle kann das nicht gewesen sein.
Ja, aber ich habe ja sonst nichts gemacht. Auch nichts berührt oder so, gerammt oder so. Also. Ja, du sollst einfach nicht so viel Geld kriegen. Über einen Bordstein gefahren oder so? Das war ja bei der Mautstelle eben gerade. Ach so. Bei der vorigen. So ein Ruckeln kam und habe ich im Rückspiegel so die Schranke gesehen. Ortschaft. Fahren wir doch durch Warschau. Oh, haben wir ja vorhin schon aufgedeckt. Nee, das war was anderes. War nicht Warschau, sondern. Nee, das hier, ist, das hier ist Warschau. Ja. Ja. Aber das haben wir ja. Na, bleibst du stehen? Ich hab mal lieber Vollbremsung gemacht. Noch vor dir gefahren, ne? Ja, ich bin ja dann gestanden. Aber ich vermute mal, ich komme jetzt nicht mehr über die Ampel. Na. Kommst du noch rüber? Oh, war orange, ich habe mal voll auf den Pinsel getreten. Ah, das Scania ist vorbeigerauscht. Er fährt in eure Richtung, passt auf. Ja, ich sehe ihn schon. Monika Luca. Eine Frau oder wie? So, das ist zumindest der Name. Recording. Nicht der Name der Kinder oder so. Bleibt da stehen oder sie? Show me your truck, schreibt sie. Ah, schönes Auto, ne? Jetzt rammt sie mein Truck. Oh. Nein. Echt? Ja. Wahrscheinlich, weil du nicht angehalten hast. Die wollten mal genauer reingucken. Ich bin auf dem Weg. Ich bin wieder auf der Schnellstraße. Er steht noch an der Ampel. Ja, ja. Bin auch da. Grün. Macht ihr Spielchen, ne? Jetzt kommt er wieder zurück. Ja. Aber ich habe keinen Schaden. Nicht? Nee, zum Glück. Oh, 50, wo ist der Nimm hin? Mit 50 langsam weitergefahren. Eine 80er-Zone. Oh, Radarstelle. Ja. Da kommt der Blitzer. In der 50er. Dann bleib ich mal bei 53. Wenn ihr dran seid, sag mal Bescheid, ich fahre gerade 65. Ja, wir sind jetzt in der 70. Wir haben gerade zwei LKWs hingegen mit PKWs hinten drauf. Ja, zwei kamen aus, die drauf hatten eigentlich jetzt drauf geachtet. Die müssen eigentlich noch weiter weg sein. '85, aber kein Nimm zu sehen. Also noch 60. Gerade über so eine Brücke gefahren. Ja, die kommt gleich. Hier ist die Brücke. Weil der Kutter da auf dem Wasser. Vorne einspurig oder zweispurig? Zweispurig. Dann können wir ja auf der rechten Seite bleiben. Wo ist denn der Nimm hin? Ja, keine Ahnung. Aber hier mit 60 lang. Ah, jetzt kommt der Punkt. Jetzt wird's einspurig.
Also langsam wieder beschleunigen. Na gut. Sehe ich schon in der Ferne. Ja, jetzt sehe ich den Punkt auch. Auf 80 runtergehen. Oh, hier sind 70, aber ein Blitzer ist da nicht, ne? Ne, Blitzer war nicht, aber ich habe das mit 70 auch nicht gesehen. War Überholverbot? Ah ne, doch, hier ist 70. Hoffentlich kommt da keiner über die Kreuzung. Kann keiner kommen. Na, waren die Straßen zu? Naja. Guck mal, jetzt wieder dieser Ort, wo im Vorgarten das Flugzeug steht. Kennen wir doch irgendwo her. Ah, schönes Ding. Hier ist alles 70, ne? Ja. Ja, ich habe 78 gerade. Ja, 70. Jetzt Chitin, da steht's schon dran. Noch 105 Kilometer. Wollen wir ein bisschen beschleunigen? Ja. Knapp 80 oder so. Oh, 88 Kilometer noch. Gleich geschafft. Ja, mit den kleinen Touren kann man mehr Orte aufdecken, ne? Also vernünftig aufdecken. Ja, so nebendran halt. Weil ich meine, sonst fährst du ja immer Autobahn großräumig um die Dinger rum. Ja. Oh, hier der Parkplatz, voll der Schotterplatz. Wenn du da geparkt hast, kannst du deine Felgen wieder polieren, Junge. Eine Baustelle. Mit oder ohne Blitzer? Ohne. Ja, der müsste direkt hinter mir sein. Ja, oh, ja. Da kommt wahrscheinlich der nächste Parkplatz hin. Ohne, du musst bald wieder zum TÜV. Ein Monat noch, dann läuft er ab. Ja, gar nicht sein. Doch, doch. War doch erst beim TÜV. Ach nee, das war mit dem Scania eher. Auch offenweise Uhren auf der Straße. Wir haben so wilde Sau gespielt. Wäre Unfall gewesen. Ja. Ah nee, da ist neuer Teer, oder? Von der Baustelle raus. Auch noch cool wäre, wenn sie diese ganzen Straßen mal aufmachen würden. Ja. Ja, oder wenn sie im Spielverlauf die Straßen ja erweitern würden. Ja, so wie du, wenn du jetzt quasi dran vorbeifährst, dass dann die Sperrung weggeht. Quasi, weißt du? Ja. Die Straße für dich entdeckt hast quasi, ne, dass dann für dich befahrbar ist. Ja, dadurch könntest du ja Abkürzungen finden oder so. Letzten Vorteil. Ah, ich sehe dich auch wieder im Rückspiegel. Ja. Beziehungsweise im Seitenspiegel. Ich sehe euch beide. War es ziemlich ruhig hier, ne? Ich kann mich daran erinnern, wo wir das letzte Mal hier lang gefahren sind. War ein bisschen mehr los. Ja. Ich hatte mal eine Tour nach Polen, da, ey, die haben mich abgezockt. Andauernd irgendwelche Strafen. Ja, woran das wohl lag? Gras ist nicht an mir, nicht an mir. Mal hier vorne geht's rechts. Schöner Wasserspeicher hier. Sieht aus wie so ein Ei im Eierbecher. Ein Draschee-Ei.
Und da vorne blinkt auch schon der Abladeort auf. Hm. Ja, 16 Kilometer. Haben wir. Den Ort waren wir auch schon, glaube ich. Aber zumindest ist die Straße hinten gelb. Ja. Waren das 50? Da haben wir auch schon aufgedeckt. Ah, schön. Mal wieder hier ein bisschen Zivilisation. Aber das fand ich in dem Video von On the Road ganz cool, dass da echt viel Stadt eingebaut ist, ne? So, wo der da durch Hamburg gefahren ist. Hallo, und blinkst du, wenn du in den Kreisverkehr reinfährst? Ja, ich hab welche Blink für raus. Ach, hier müssen wir schon abladen. Ist ja praktisch. Und ich habe wieder so einen einfachen Abladepunkt. Willst du das durchfahren? Nö, mach. Ich hab hier wieder direkt hier am Rand. So, ich habe abgekoppelt. Da stehst du? Da musst du abkoppeln? Ja. So, abkoppeln habe ich gemacht. Ah, ich habe 3000 Bonus gekriegt für zerbrechliche Fracht. Bei mir gab es wieder durch den Schaden halt wieder weniger, der wieder irgendwo herkam. Dringende Lieferung habe ich leider 0 gekriegt, aber ein paar EP. Gerade mal gucken, was die Karriere so sagt. Fähigkeiten. Okay. Weil es echt ein interessanter Abladeort. Ja, so hatte ich ja schon mal. Achso, hast du bestimmt diese leichte Abladevariante genommen, oder? Eigentlich nicht. Oder ausgewogen. Wo stellt man das ein? Gameplay, oder? Weil wir haben die schwere quasi. Ja, aber ich würde sagen, während der Kollege Christa noch seinen Auflieger reinzirkelt, verabschiede ich mich schon mal. Dann sehen wir uns in der nächsten Tour, hätte ich jetzt gesagt, ne? Jo, ja. Tschüss. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.